So, Spiel laden. Folge 3, Turi Bein abgeboxt. Wer war bei der letzten Folge dabei, Chat? Wer war bei der Folge dabei, als Turi und ich uns gegenseitig das Leben gerettet haben? Und es wurde so knapp, dass ich innerhalb der letzten 2 Sekunden Turi das Bein abgeboxt habe, in dem eine brutale Vergiftung war. Okay, viele. Das ist gut. Weil ich kann nicht erklären, was genau in dieser Folge passiert ist. Ihr könnt es auf YouTube nachholen. Das war, glaube ich, das Wildeste, was ich jemals in RimWorld erlebt habe. So, diese Folge wird jetzt einfach nur, wir versuchen jetzt ganz entspannt, einfach nur wieder uns zu stabilisieren. Also, in der Kolonie sind Mäntel, der ist hier, der bei Bewusstsein ist, sein Körper hat keine Beeinträchtigungen, der ist 36 Jahre alt, ist ein Fauli. Wo kommt das denn her? Blutrünstig und schneller Läufer, ist einfach ein wildes Tier. Stimmungsgrad okay, Ernährung könnte besser sein. Wir haben ein bisschen Essen hier. Das hier ist unsere Base, die wurde beim letzten Mal angegriffen und eigentlich war nicht der Angriff das Problem, sondern während des Angriffs ist Mäntel durchgedreht, ist hier irgendwie, hat angefangen hier rumzulaufen, nachdem er durchgedreht ist und dann ist er irgendwann in dieser Höhle hier gelandet bei den Insekten, wurde von den Insekten angegriffen und fast getötet. Turi konnte sich hier reinschleichen und während die Insekten geschlafen haben, hat Turi Mäntel in die Base gebracht, wurde selber dabei aber verletzt. Und dann gab es eine Doppel-Not-OP, bei der Turi eine Wundinfektion in ihrem rechten Bein hatte. Und wir sind bei der OP gescheitert mehrmals. Und dann war die Lösung, also unsere Lösung war, dass wir Turi so lange geboxt haben, bis ihr Bein abgefallen ist. Und das hat funktioniert. Fragt mich nicht, wie und wieso und was da los war. Aber es hat funktioniert. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber ist halt jetzt so. So, Turi liegt jetzt ohne Bein im Krankenzimmer. Muss wieder aufgepäppelt werden. Wir haben Xanjin hier. Ist er ein Gefangener oder was mit ihm los? Auf jeden Fall ist er verletzt. Ich glaube, der ist abgestürzt. Den haben wir hier reingebracht. Das hier ist unsere Base. Das ist unser Fallengang. Der ist schon ganz gut bestückt. Wir haben hier unsere Tiere. Wir haben hier ein bisschen Reis. Wir hatten hier mal ein Windrad. Wir hatten sogar schon Strom. Wir haben hier einen Nährstoffpastespender gehabt. Der hat auch funktioniert. Wir haben inzwischen keinen Strom mehr. Wir gucken mal, ob wir jetzt vielleicht wieder an Strom rankommen. Ich müsste wahrscheinlich aber zwischendrin müssten wir ein bisschen kochen. So, wiederhole, bis du hast 3 von 4 Mahlzeiten. Ja, okay, dann werde ich mal... Ah, hier sind ja Mahlzeiten, lol. Wir haben ja 3 Mahlzeiten hier. Dann lassen wir die mal hier verfüttern. So, Mäntel ist eine. Wir bräuchten hier einen Stuhl, damit die richtig essen. Xanjin schläft hier im Zimmer mit Mäntel drin, ist okay. Ist unsere Base dicht? Ja, ich glaube schon, da kann niemand rein. Also ich glaube, das Smarteste wäre, wir stabilisieren erstmal die Situation, was Essen angeht und die Verletzten, damit die Stimmung ein bisschen hochgehalten wird. Dann versuchen wir wieder unser Windrad zu bauen, damit wir wieder Strom produzieren können, damit die Leute aus dem Nährstoffpastespender essen. Weil der Vorteil am Nährstoffpastespender ist, man kann keine Lebensmittelvergiftung bekommen. Macht Twitch gerade Probleme bei euch? Wie immer 500%? Nein, 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 nein. Wir spielen nicht 500%, wir spielen entspannte 100%. Aber irgendwie das Spiel tritt uns trotzdem jede Folge in die Eier. Keine Ahnung, was los ist. So, okay. So, Mäntel schläft. Wir lassen mal hier die Zeit durchlaufen. Wir gucken mal ganz kurz den Zeitplan, wie die Leute eingeteilt sind. Turi theoretisch kochen, aber liegt im Bett. Fällt dabei auf eine 1. Kochen bei Mäntel ist nicht so hoch priorisiert. Turi move ja wieder. Und Turi füttert. Xanjin, wie geht's Xanjin eigentlich? Ja, der erholt sich jedenfalls. Der wurde jetzt auch gefüttert. Wir haben hier Mahlzeiten. Turi kocht. Absolut grandios. Mäntel bestellt schon wieder die Felder. Die Tiere müssten hier raus. Es wäre ganz geil, wenn Mäntel diesen Zaun hier wieder aufbaut. Und diesen hier auch. Weil dann wäre das hier wieder abgekapselt und dann können die Tiere da nicht mehr rein. Weil normalerweise dieses Feld hier... Dieses Feld... Baut er es nicht mehr weiter? So, okay. So, wir haben aktuell wenig Medizin, wir haben Jäger ohne Fernkampfwaffen, wir haben kaputte Kleidung mal 2. Es sind 17 Grad, regnerisches Gewitter. Okay, ist da eigentlich alles in Ordnung. Solange wir jetzt nicht unmittelbar angegriffen werden, ist eigentlich okay.
Was? Stand da gerade? Weiß ich nicht. Okay. Was ich auf jeden Fall bauen will, ist das Windrad. Aber wir brauchen erst Strom. Haben wir genug Metall? Wir haben einiges an Metall, aber wir haben keine Bauteile, oder? Wir haben nur ein Bauteil. Was kostet uns ein Windrad? Zwei Bauteile. Okay, ich mache auf jeden Fall schon mal die Blaupause, baue ich hier hin. Ist das so richtig? Ja. Feuer ist ausgebrochen, aber nur hier. Das ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, nicht mehr Heimatzone, oder? Doch. Mal hier Heimatzone weg, damit es nicht löscht wird, weil es regnet gerade. Wir müssen da nicht hinlaufen. Sie löschen es trotzdem. Keine Ahnung, wieso. Alright. So, Chat, wo bekommen wir jetzt die Bauteile her? Ich will ein Tuttel sein. Ihr könnt gucken hier, welche Wildtiere ihr seid. Man sieht es hier. Wenn ihr im Chat seid, dann werdet ihr zu Tieren gemacht. Farnlieb ist hier, Melofkex E ist hier, Legatus, Leonitus ist hier, Sleepy Joe, J-Lark. Alles Tiere. Alle aus dem Chat. Auch die Angreifer werden aus dem Chat genommen. Wenn die Plätze alle belegt sind, dann immer wenn Tiere sterben und neue dazukommen, werden die neu benannt. Bei Angreifern auch so. Genauso sind die Insekten auch benannt nach euch. Das ist die Mod von Haie übrigens. Die könnt ihr euch alle runterladen, wenn ihr selber auch RimWorld spielt. Hier ist, hier sind Bauteile. Die bräuchte ich, aber ich gehe nicht in diese Höhle nochmal rein. Finden wir nochmal woanders Bauteile, ist die Frage. Finden wir nochmal woanders Bauteile? Nee. Es gibt jetzt schon wieder einen Angriff. Hä? Wir sind doch gerade erst raus aus dem... Na gut. Eine Gruppe Yitakin der Fraktion Yitwosh Brüllclan ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Okay, das ist einer. Das ist ein hier... Chewbacca. So, okay, das heißt, ist Mantle bewaffnet? Nein, wo sind unsere Waffen? Oh, hier ist eine schlechte Uzi. Aber es ist eine Uzi. Ah, die ist biokodiert, die können wir gar nicht benutzen. Hier ist ein Bogen. Haben wir nicht eine Waffe gehabt? Irgendwie eine Shotgun oder sowas? Sag mir nicht, dass die Shotgun bei den Insekten liegt. Cool. So. Die werde ich nicht holen können. Auch wenn die gerade schlafen, das ist viel zu riskant. Der Weg ist auch zu weit. Und es ist nur ein Angreifer, der müsste an den Fallen sterben. Problem ist, wenn er die Tiere angreift, dann müssten wir vielleicht rausgehen und kämpfen. Ansonsten... würde ich sagen, bleiben wir einfach drin und schlafen. So, der kommt. Ich kann Roundhouse-Kicks. Scheiße, der kann Roundhouse-Kicks. Warum hat das niemand gesagt? Attackiert Forschertisch. Okay, das ist gut. Das heißt, der will hier oben hin, will den Tisch hier kaputt hauen. Das ist perfekt. Das heißt, er läuft einfach in unsere Fallen und ist tot. Nice. Okay, wollen wir den gefangen nehmen oder lassen wir ihn sterben? Lass erst mal gucken. Tod in 7 Stunden. Okay, er wäre zu retten. Es wäre möglich. Lass mal seine Merkmale ansehen. Merkmale. Vielfraß. Psychopath. Masochist und mental abgestumpft. Verweigert nichts. Fähigkeiten. Tierischer Schlachtruf. Er kann kochen. Er hat Tiere 11. Er isst halt sehr viel, aber der könnte arbeiten. Er ist 15 Jahre alt. Ein gutes Alter zum Arbeiten. Organe rausnehmen? Nee, da sinkt die Stimmung. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist Psychopath und Masochist. Ein Bonnier Herz für alle. Danke dir. RIP, kein Food. Wenn wir unsere Anlage aufbauen können, dann haben wir wieder Essen, ne? Das könnte reichen. Tierischer Schlachtruf ist im Early Game super stark. Das sind beides gute Traits. Ja, weil er kein Problem mit Leichen und sowas hat, ne? Das Leid der anderen stört ihn überhaupt nicht. Es macht ihm nichts aus,
wenn andere geschlachtet, tot liegen gelassen, eingesperrt oder in die Sklaverei verkauft werden, es sei denn, es betrifft ihn selbst. Er bekommt keinen Stimmungsbonus durch soziale Interaktionen. Das ist eigentlich doch ein guter Trade, merke ich gerade. Ihr habt recht. So, Masochist. Findet es erregend, verletzt zu werden. Die Gründe dafür kennt er nicht. Er ist einfach anders gestrickt. Okay, der Typ ist ja, der ist ja OP, oder nicht? Das ist ja geil. Der steht auf Schmerzen und ihm ist Leid und Tod egal. Der liegt da, ja, der liegt da und ist mega glücklich gerade. Liegt da in seinem eigenen Blut und ist einfach happy. Ja, dann sollten wir den vielleicht wirklich retten. Ihr habt recht. Ist dieser Raum hier abgeschlossen? Nein. Wohin retten wir den? In Turis Zimmer? Dann wird Turis Zimmer aber eine Zelle. Okay, Turi, du musst aufstehen. Und wenn Turi eh aufstehen muss, dann kann sie ihn auch retten. Was? Der Raum ist doch... Habe ich nicht kommen sehen. Hat niemand. So, die Frage ist, schaffen wir es, den zu retten? Rette ihn aber langsam, damit er die Schmerzen genießen kann. Stimmt, das wäre das Humanste, ihn ganz langsam zu retten. So, Turi versorgt ihn, tot in 8 Stunden, das sieht gut aus, sollte also funktionieren. Turi ist auch ganz gut in Medizin, glaube ich, ne? Ja, Medizin 7. Das heißt, Turi skillt jetzt sogar ihre Medizinfähigkeiten. Das ist ziemlich nice. Wir müssen aber jetzt einen Raum fertig machen, in dem Turi dann als nächstes schlafen kann. Wir könnten diese Schieferblöcke nehmen. Das glaube ich, das hier ist Schiefer. Dann bauen wir die Wände hier zu. Dann haben wir hier einen weiteren Raum, in dem Turi dann schlafen kann. Das heißt, wir sagen Mäntel, der soll mal hier die Wände bauen. Und dann brauchen wir ein Bett für Turi. Bauen wir hier hin. So, das ist ein bisschen doof. Ich brauche Bauteile. Hier sind welche. So, wir bauen diese Bauteile hier gleich als nächstes ab. Larry Star ist trächtig. Larry Star, hier. Wir haben ein schwangeres Schwein, Chat. GZ, Larry. Glückwunsch zur Trächtigkeit. Wie sagt man das? Wie sagt man das bei Menschen? Glückwunsch zur Trächtigkeit, oder? Ja. Oh, guck mal. Wir haben einen Babyesel. Sockenschuh. Der sieht ja geil aus, oder? Wurfigkeit, Schwangerschaft. Schwangerschaft ist dasselbe. So, wir müssen jetzt das hier oben rausholen. Das haben wir zum Glück schon geklärt. Hier waren schon mal Insekten drin, die haben wir aber gekillt. Oh, hier ist Essen. Okay. Sollten wir holen. Dann sagen wir, Amentel holt das hier. Eigentlich wäre es schlau, wenn Turi das holt. Warum ist Turi noch verletzt? Liegt es an Turis Bein, dass sie noch verletzt ist? Und Turi ist noch relativ schnell dafür, dass sie nur ein Bein hat, oder? Und hier, unsere Patienten verbrauchen sehr viel Essen. Wir müssen, glaube ich, mehr herstellen. Ja, 0 von 4. Wir gehen mal auf 6 hoch. Und ich würde gerne wirklich... Also wir müssen sehr dringend das hier abbauen. So, Mäntel ist hier. Mäntel baut schon wieder die nächsten Felder an. Was eigentlich auch smart ist. Weil Reis ist... Oh! MK Ultra und analoge Schimmelflecken hatten gerade romantische Interaktionen. Da bahnt sich auch wieder was an. Aber wer hat denn dann Larry geschwängert? Ist das ein Swingerclub? Naja, ich weiß nicht. Gut, jedenfalls. Mäntel baut jetzt hier die Wand. Und es wäre geil, wenn er danach direkt das Bett baut, damit Turi schlafen kann. So. Okay, hier wird Essen produziert, das ist grandios. Bett ist frei, das geben wir direkt mal Turi, damit sie was hat. Wir bräuchten einmal eine Fackel. Wegen Licht, Temperatur, vielleicht auch mal einen Tisch zum Schlafen. Das hier müssen wir dann später zubauen.
glaube, es wäre smart, wenn ich das hier noch abreiße, damit der Raum größer wird. Umso größer die Räume sind, umso wohler fühlen sich die Leute eigentlich. Ist eigentlich immer gut. So, Mental ist hier am Feuer und chillt. Was mit Xanjin? Wann ist er wieder fit? Bewusstsein 97%, Bewegen 83%. Also ich glaube, Xanjin müsste heute oder morgen müsste der wieder fit sein. Und dann entscheidet sich, ob er bleibt oder ob er geht. Ein Sklavenhändler der Fraktion Stamm der Laka und sein Begleitschutz nähern sich. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie bleiben. Wir können mit denen handeln wahrscheinlich. Ja, das sind sogar einige. Oh, wir könnten, wollen wir die benutzen, um das Insektenlager unten zu clearen? Je nachdem, wo die chillen. Ah, die werden, nee, die chillen hier oben, das ist weit weg. Das ist nicht gut. Sollen die Tiere die Felder essen? Nein. Ich habe hier eigentlich angegeben, dass keine Tiere hier drin sein dürfen. Allerdings sind die Tiere jetzt da drin gefangen und kommen nicht raus. Müssten eigentlich die so an... Okay. Haben ja niemanden bei Tierpflege eingeteilt, kann es sein? Doch, Mäntel auf einer 3. Wir machen mal Mäntel auf einer 1 ganz kurz. Damit er die Tiere rausbringt. So, geil. So, damit sind unsere Felder sind schon mal hier wieder safe. Ich glaube, dieses Feld könnten wir verbreitern, oder? Ja. Und das hier auch. So, okay. Gut, gut, gut. Dann, wenn wir die Felder gemacht haben, wir holen uns jetzt die, die Bauteile. Und mit denen handeln könnte Turi, wobei Turi schläft noch und ist auch verletzt. Das beeinflusst die Preise ein bisschen, ne? Aber ist egal, lass uns einfach mal gucken, was die haben. Hier. Vielleicht können wir irgendwie irgendwelche Sachen, die wir nicht brauchen, Waffen oder sowas, können wir eintauschen. Oh, warte mal, das sind ja Sklavenhändler. Wir könnten Pit verkaufen. Boah, sind, aber die haben auch Sklaven, die sind sehr teuer. Die will ich nicht. Die haben Bauteile. Nee, nee, warte. Doch, die haben 3 Bauteile. Wird es aber billig. Ja, also ist echt nicht viel Geld, ne? Nicht Turi verkaufen. Wir haben ja selber haben wir Geld. Wir können Bauteile einfach kaufen. Lass mal alle Bauteile kaufen. Du hast 3 Bauteile. Nee, die haben 3 Bauteile. Oder habe ich 3 Bauteile? Ich habe 3 Bauteile, ich Idiot. Hä? Aber wir haben noch Pit. Ist der Fall nicht immer an den Händler verkaufen? Ach, logisch, ich bin ja dumm. Ja, es ist verkaufen, weil die Bauteile verkaufen wir auch. Ich bin einfach dumm. Einfach dumm. So, kaufen wir Kräutermedizin? Ja. So. Ja, wir kaufen 4-mal Kräutermedizin, weil dann können wir operieren, falls es mal hart auf hart kommt, ne? Chemikan könnten wir auch ein bisschen kaufen. Haben die ja voll viel von. Ja, aber ich kann nur 1 kaufen. Oder verkaufen. Nee, ich will Pit nicht verkaufen, ich will den haben. Einfach 3 Bauteile verkaufen, dann kannst du Bauteile kaufen. Easy. Stimmt. So, Medizin bringen wir rein. Okay. So. Ach, scheiße. Wir brauchen ja auch Batterien. Zumindest eine Batterie brauchen wir. Oh nein. Batterien brauchen 2 Bauteile. Fuck. Fuck. Das heißt, wir müssen noch mehr Bauteile rausholen. Ah, hier sind aber noch mehr. Lol. Ja, dann easy. Ambrosia aufgekeimt und Sonneneruption. Okay, Ambrosia, ja, cool. Sonneneruption hat begonnen, ist aber nicht so schlimm. Wir haben eh noch gerade keinen Strom. So, dann bauen wir das hier noch ab. Und wir bauen das hier auch noch ab. Dann haben wir genug Bauteile. Okay, cool, 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 cool. So, die Wände werden aufgebaut.
Xanjin ist vollständig geheilt. Geht er jetzt einfach? Bewegt sich wohin? Der geht einfach, oder was? Das ist der Dank. Also wir retten sein Leben, füttern den eine Woche lang durch und dann geht er einfach. Ohne Danke oder so. Okay, cool. Menschenjagendes Rudel Hasen. Okay, Rudel vielleicht ein bisschen übertrieben, ist einer. Nee, das sind noch mehr. Zwei. Ja, gut. So, wo kommen die rein? Ja, hier. Okay, der erste ist tot. Der zweite ist tot. Die sind aber vergammelt, ne? Ja, die haben Scaria oder Scaria. Das ist diese Tollwut. Die, also das heißt, wir sollten die wegbringen. Können wir leider nicht essen. Okay. So, haben wir noch mehr Bauteile inzwischen schon geholt? Nee, ne? Die gehen hier hoch. Mantel schläft. Lass mal das hier als nächstes priorisieren. Du solltest die vergammelten Tierleichen aus deinem Lager tragen. Oh, stimmt. Da ist ja eine vergammelte Tierleiche. What the fuck? Hier drin nur Frisches, bitte. Ja. Warum liegt das da noch? Turi, kannst du das wegtragen? Was? Sag mal, ey, die Folge geht 10 Minuten und ist jetzt der dritte Angriff schon. Ha. Ha. So. Wie ist der krass drauf? Bücherwurm, 35 Jahre alt, Merkmale, gequälter Künstler, verweigert einfache Arbeit. Hm. Feuer spucken? Der kann Feuer spucken. What the fuck? Impede. Impeden sind für das Wüstenleben geschaffen. Sie sind sehr schnell, können Feuer spucken und vertragen hohe Temperaturen. Sie sind gut im Fernkampf, richten aber im Nahkampf nur wenig Schaden an. Sie sind schlecht in Ackerbau und Viehzucht und haben ein schwaches Immunsystem. Hm. Okay. Haben wir genug Fallen noch? Ja. Sind wir drin? Nein. Scheiße. Ey, der wird umbenannt. Gang something. Ist einer von euch geworden. Turi schläft, ne? So, die Frage ist, der fängt uns nicht ab. Perfekt. So, der will jetzt rein, hoffe ich, oder? Attackiert Lagerfeuer im Nahkampf. Perfekt, der will dahin. Das heißt, der muss durch die Fallen durch. Der überlebt niemals 8 Fallen. Wie sehr quälst du dich durch dieses Spiel? Heute geht's. Heute, bis jetzt läuft's sehr gut. Okay, der ist stark verletzt, aber keine akute Lebensgefahr. Das Problem ist, können wir uns noch einen Gefangenen leisten? Xanjin ist ja gegangen, ne? Ach, der ist tot. Warte mal, ist das der Grund, warum der... Naja, wenn man tot ist, besteht auch keine Lebensgefahr. Oder? Also es besteht keine Gefahr, dass der Typ irgendwann nochmal lebt. So, dann lass den mal wegbringen. Schade. So, haben wir jetzt genug Bauteile? Wir haben 7, perfekt. Wir können also die Batterie bauen und wir können... Und wir können das Windrad bauen. Das ist sehr wichtig, weil dann haben wir hier Nährstoffpassespender und dann geht die Party ab. Reicht es so weit? Ist es dann connected? Ich hoffe. Ich glaube, wir müssen nicht mal so weit. Deshalb macht doch so ein Kabel dran, oder? Ich glaube, das ist nicht mal nötig.
Warte, wo geht entfernen? C. So. Was ist denn das hier? Hören Sie auf. So, okay. Dann, Mr. Mantel, bauen Sie bitte das Windrad. Sonst Mauer weg. Wie viele Stunden hast du bei RimWorld? In dem Run, glaube ich, so 4. Insgesamt, würde sagen, um die 5. 100. So, dann haben wir das Windrad noch nicht ganz gebaut. Brauchen wir noch mehr Stahl? Wir müssen das hier auch noch abbauen. Hier weg. Okay. So viele Tiere. Ja, wir haben viele Tiere. Das stimmt. Aber ich meine, solange die Tiere sich hier nur aufhalten und hier einfach essen und sich vermehren, ist es ja kein Problem. Wir schlachten die dann immer wieder. Ich freue mich auf den Insektenspawn in der Base. In der Base werden keine Insekten spawnen. Schaut mal. Es gibt also dunkelgrüne Flächen, zeigen Insektenspawns an. Die Chance, dass hier Insekten spawnen, ist nahezu null. So, was haben wir denn hier? Wollen wir den mal Widerstand reduzieren erstmal? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Was ist denn das hier? Jade. Die holen wir mal rein. Knüppel holen wir mal rein. Schlechter Bogen holen wir rein. Eigentlich würde ich die schlechten Sachen gern zerstören. Warum wächst hier ein Pilz? Kann man den ernten? Kann man Pilze essen? Scheinbar. Oh, schaut mal, wie es abgeht, das Windrad. Brauchen aber eine Batterie, sonst dreht es einfach ins Nichts. Okay, sobald Mantel aufwacht, Batterie bauen. Ich glaube, bis hierhin reicht es, bis dahin. Ich muss ja noch hierhin. Oh ja, Strom, laden Sie. Oh, wie geil das ist. Ich liebe das. Ich liebe so Sachen. Ich liebe sowas, wenn man sowas baut und dann speichert man Strom in der Batterie. Das ist irgendwie geil. Weiß nicht wieso, ich finde das voll geil. So, wir müssen dann das hier bauen. So, Mantel ist wieder aufgewacht. So, reicht dann das Kabel bis hierhin? Nee, ne? Oder vielleicht doch. Nein. Doch, ist connected. So, stopp. Das heißt, hier stellen wir Kochen ein. Jetzt habe ich es gelöscht, ist aber auch egal, ist nicht so schlimm. Und wir stellen unseren Ernährungsplan auf Paste. So, das ist schon mal gut. Dann, Tisch haben wir, an dem gegessen werden kann. Es müsste jemand putzen. Die Base sieht aus wie Sau. Turi arbeitet gerade. Was macht Mantel? Der isst jetzt hier. Und das Geile ist, schaut mal, der hat jetzt gegessen, ne? Und der hat jetzt von Aas Nährstoffpaste hat er minus 4. Aber ich wollte gerade sagen, hat er nicht wegen an einem Tisch gegessen plus? Hast du mal ein Holzbein gemacht? Noch nicht. Sollen wir Turin ein Holzbein geben? Aber dann klackert das die ganze Zeit in der Base. Dann hört man die ganze Zeit dieses, wenn sie läuft. Das nervt doch, oder nicht? Das hier können wir löschen. Das. Forschung abgeschlossen, Schmieden. Oh, geil. So, Schmieden haben wir jetzt. Dann können wir jetzt hier auf Maschinenbau gehen. Geil. So, Batterie ist halb voll. Haben wir so einen hohen Verbrauch? Wir haben doch nur das Ding dran. Warum wird die Batterie nicht ganz voll? Das Ding dreht doch geil, oder nicht? Leistungsabgabe. 300. Okay. Never mind, es dreht sich gar nicht mehr. Kriegst nur Minus ohne Tisch. Ah. Filz drunter. Stimmt, wir können Filz drunter machen. Okay, also wollen wir... Der ist immer noch gefangen hier drin. Wir machen daraus nur ein Gefängnis. Setzt er sich da nicht rein? Ist der überhaupt zufrieden, der Dude? Stimmung ist okay. Gemütlich, nackt, Aas ohne Tisch. Vielleicht sollten wir dem auch einen Tisch bauen. So vielleicht. Und einen Stuhl.
Ich meine, da hat er eine coole Gefängniszelle, oder? Holz haben wir noch ein bisschen was. Tun Sie ihn auch rekrutieren? Nee, noch nicht. Wir wollen erstmal seinen Widerstand brechen, damit wir ihn jederzeit, wenn wir wollen, rekrutieren können. Wir haben hier eingestellt, Widerstand reduzieren. Sein Widerstand ist gerade auf 10. Ab 0 kann man dann anfangen zu rekrutieren. Reicht nicht ein kleiner Tisch? Ja, aber das ist doch ein kleiner Tisch, oder? Was wäre denn noch kleinerer Tisch? Das ist ein Hocker. Gibt es einen Tisch, der kleiner ist als der hier? Ein Schultisch oder was? Ein Schultisch, an dem Kinder von Erwachsenen unterrichtet werden können. Das ist, glaube ich, der kleinste Tisch, den wir bauen können. Ja. Ein Bein für Turi wollt ihr also. Okay. Na gut. Dann Turi, Körper. Das Problem ist, wenn Turi ein Holzbein bekommt, dann muss Mäntel operieren. Und Mäntel hat bei Medizin 4. Bekommt der Gefangene Paste oder nix? Stimmt. Was bekommt denn der Gefangene? Wo stelle ich das bei ihm ein? Wo stellen wir das bei dem ein? Hier. Scheiße. Ihr habt recht. Wir hätten ihn fast verhungern lassen. Danke. Hä? Kriegt ihr jetzt eine Milch oder was? Ach so, weil der ist so eine Art große Katze, ne? Passt. Triste, vielen Dank für 59 Monate, danke dir. Geil. Mäntel kann das Bein ja dranboxen. So, die Base wird geputzt, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das Lagerfeuer hier brauchen wir aktuell gar nicht mehr. Das könnten wir sogar abreißen. Die Lagersituation gefällt mir nicht. Ich würde gerne ein richtiges Lager anlegen, damit die Sachen hier nicht mittendrin liegen, weil die Sachen sind hässlich. Ich glaube, wenn wir... Wie zeigt man sich nochmal die Stats an? Wie ging das nochmal? Scheiße, ich habe schon so lange nicht mehr geklickt. Wo ging das denn? Baumstatistik. Eindruck 14. Attraktivität minus 2,89. Hässlich. Wir sollten daraus, glaube ich... Oh, warte mal. Wir sollten daraus, glaube ich... Warte mal. So. Wir sollten das trennen. Bauregale. Ja, aber... Wir können 2000 Regale bauen, was mega lang dauert, und alles einsortieren. Oder wir nehmen einfach einen Raum als Lager. Und hier oben haben wir, wir müssten hier oben mal ein Essenslager reinmachen übrigens. So. Lager. Erlaube, wir verbieten erstmal alles. So, erlaube nur Frisches. Erlaube Nahrung. Erlaube Leichen. Tierleichen. Keine Insektenleichen. Ich wurde reingelegt. Wo sind Insekten? B, A, B, I, F, L. Sind Insekten nicht hier drin? Ach, Insektenleichen waren da drüber, oder? Hier. Okay. Regale sind nach dem Update OP. Regale sind jetzt stark verbessert worden. Probier mal aus. Wait, was? Okay, wir checken mal Regale aus. Möbel. Wo sind die? Regal, kleines Regal. Was, was bedeutet, dass die stark verbessert wurden? Wir bauen mal hier einfach Regalwände hin, okay? So. Gucken wir uns mal Regale an. Mehr Strom, aber wir brauchen mehr Batterien. Obwohl, brauchen wir mehr Batterien, ist die Frage. Die ist halt voll. Wir überproduzieren gerade Strom, aber wir brauchen auch gar nicht so viel Strom. Nur das hier braucht Strom. Wir könnten jetzt anfangen, Lampen zu installieren.
Lagerregal heißt rückwärts Lagerregal. Scheiße. Für einen Kühlschrank, ja. Ja, wir brauchen einen Kühlschrank, aber noch nicht akut, weil wir haben wenig Sachen, die schnell verderben. Aber irgendwann bräuchten wir hier einen Kühlschrank, das stimmt. Ich müsste dann hier so einen Abluft, so eine Abluftwand bauen. Wo die hier so ist und dann haben wir hier, hier brauchen wir dann kein Dach. Dann kommt hier die Klimaanlage rein, die nach da rausbläst. Reicht ein Klimagerät, um diesen Raum hier zu kühlen? Unwahrscheinlich. Ich weiß nicht. So, lass erstmal Lampen installieren. So, Stehlampe. Hallo? So, dann eine Lampe bei Turi kommt hier rein. Dann eine Lampe kommt hier rein, damit hier bei Licht gearbeitet werden kann. Eine Lampe hier, eine hier. Wanderer tritt bei. Ein Buddler namens Mister ist eingetroffen und möchte sich der Kolonie anschließen. Er ist gewillt, uns zu helfen, weigert sich aber freiwillig zu gehen, da er behauptet, nirgendwo anders hinzukönnen. Du kannst ihn ablehnen, aber deine Kolonisten werden sich daran stören, dass du jemanden in Not wegschickst. Okay, Mister. Können wir den erstmal uns ansehen? Wo ist denn der Typ? Ja, wollen wir einfach nehmen, oder was? Wo ist er denn? Wie sieht denn der aus? Sieht aus wie Donny. Ist nah bequälend. 67 Jahre alt. Normal. Kindheit Feuerhüter. Erwachsen Buddler. Merkmale habgierig Raufbold. Bergbau Doppelflamme. Nahkampf 9. Wow. Handwerk 8 mit Flamme. Geil. Der ist gut. Er ist halt alt. Das Bergbau Donny, ja. Das ist einfach Minecraft Donny. Ja, gut, dann nennen wir den Donny, oder? Okay, Donny ist in der Kolonie angekommen. Dann brauchen wir einen Raum für Donny. Ja! Dann brauchen wir... Hallo Matteo. Hallo Chat, ich bin Mr. Mister und ich bleibe hier. Danke dir, Mr. Mister. Dankeschön. So, wo packen wir den hin? Also Turi hat hier ihren Raum. Die Lampen sind noch nicht... Wir müssen hier das Stromkabel weiter durchlegen, ne? Scheiße, wir kriegen den Strom hier rüber. Ich mag kein... Ich will das Stromkabel. Wir müssen es hier rüberlegen. Unangenehm. Na gut. Vielleicht können wir hier eine Wand reinziehen. Mit einer Tür. So, wir müssen gleich mal Donny einteilen, was der für Aufgaben übernimmt. Alter, wie schnell... Alter, Donny! Der hat ja einfach die ganze Base eingerissen. Was ist mit ihm los? Okay. Ja, gut. Kühlraum. Ja, das hier ist ready. Aber Zone... Dach ist weg. Aber es geht jetzt nicht mehr. Ich kann da nicht mehr dran arbeiten, ne? So, wir brauchen einen Raum für Donny. Wo schläft er? Hier, unser Gefangener nimmt gerade Platz weg. Personen sind eingetroffen. Achso. Was? Donny ist ja gerade richtig. Schaut mal, wie der hier abgeht. Was ist denn bei dem eingestellt? Der ist ja mega. Mega fleißig gerade. Also erstmal Feuerwehr 1, Patient 1. Bettruhe 1 bei beiden. Und dann würde ich sagen Bergbau 2. Ist ja gut in Kochen. 4 geht so. Würde sagen Reinigen und Transport 2. Und Handwerk war der gut. Auch 2, okay. So, alright.
Tool, vielen Dank für 44 Monate, danke dir. In geglätteten Wänden kann man auch Stromkabel legen, dann muss man die nicht ersetzen. Ja, das ist ein guter Tipp, aber geglättete Wände dauern sehr lang, finde ich. Oh, was? Guck mal. Es wird einfach alles in die Regale reingestopft. Wie geil ist das denn? Hä? Regale sind ja völlig OP. Regale sind ja voll geil auf einmal. Matteo Bergbau auf 3. Was? Wir könnten hier einen weiteren Raum anlegen. Oder wir legen hier einen Raum für Donny an, oder? Vielleicht hier so einen Eingang. Wie wär's? Oder hier oben. So. Das wird Donnys Raum. Bisschen komisch von der Anordnung. 4 mal... Ist das 7? Was ist 4 mal 7? 28. Ist ganz weird. Hätte das nur jemand doch früher gesagt mit den Regalen. Ja, das wäre geil gewesen, aber sagt mir wieder keiner. Ah, der baut sich sein Zimmer sogar selbst. Schaut mal, was ein geiler Typ. Wie der abgeht. Holy fuck, ist der krass schnell. Trotzdem, die Wände hier müssen wir jemand bauen. Ich glaube, wir müssen bei Mental mal bauen auf eine Prio 1 setzen. Feldarbeit 2. Tierpflege 2. Rest lassen wir so. Quest verfügbar. Barras hoffnungslose Flüchtlinge. Barra nähert sich mit einem Kind im Schlepptau. Sie behauptet, dass sie für eine Organentnahme bestimmt waren, aber letztendlich entkommen sind. Barra bittet dich um Erlaubnis, 7 Tage lang in Duisburg bleiben zu dürfen, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bietet sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Sollen wir Barra aufnehmen? Wir haben Alarm? Danke, Chat. Noch 4% und dieser Gefangene wäre gestorben. Und wir hätten ein Zimmer frei gehabt. Bon. Ist keiner als Wärter eingestellt, glaube bon ich. Bon Herz. Wo ist denn das? Wärter. Stimmt. Wer wäre denn am besten? Tatsächlich wäre Chat am Mental am besten. Wir müssen aber jetzt ganz schnell füttern. Schaffen wir das? Das war knapp. Das war wirklich knapp. Gut reagiert, Chat. Gut reagiert. So, die Steine hier weg. Die Wände wurden gezogen. Geil, das Licht ist auch hier installiert. Absolut grandios. Die Wände hier müssten noch gebaut werden, aber das kriegen wir auch noch hin. Wo ist denn unser... Hey, unser Steinmetztisch ist ja weg. Das merke ich ja jetzt erst. Produktion. Nee, nicht hier. Steinmetztisch. Wo bauen wir den hin? Hier. Ja, hier finde ich gut. So, dann hier einen Stuhl. Sehr gut. Wollen wir mehr Regale bauen? Schaut mal, hier ist eine Tür. Bauen wir hier rein. Das ist ein cooler Raum irgendwie, oder? Wollen wir hier die Wände glätten und den Boden glätten? Dann wird es ein richtig schöner Raum. So, lass mal hier. Wo ging nochmal glätten? Struktur. Hey, wo ging das nochmal? Böden, hier. Oberflächen glätten. Glätten, 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 glätten. Schön, 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 schön. Bei Turi könnte man das auch machen. Allerdings würde ich das hier noch abreißen. Und hier müssen wir eine neue Wand reinziehen. Das heißt, hier lohnt sich glätten gar nicht. Okay. Frag mal einen Friseur, der weiß, wie das geht. Ich habe mir noch nie die Haare glätten lassen. Oh, mal, langsam kriege ich wieder... Schaut mal, meine Frisur wird wieder cool. Ja,
Jemand Schere dabei? So. Ah, immer noch kein Holzbein für Turi. Stimmt. Ja, aber ich hatte ja gesagt, Turi operieren ist so ein bisschen schwierig, weil wir haben niemanden, der so richtig gut in Medizin ist. Donny hat 2 in Medizin. Turi hat 8, aber kann sich nicht selber operieren. Mäntel hat 4. Was machen wir? Matteo macht Donny auf Paste. Habe ich doch schon, oder? Hier, habe ich schon eingestellt. Ich bin super schnell. Tiere hungern. Gehegetiere hungern. Warum? Hier ist doch genug Essen. Wer hungert denn hier? Nur ein... Hier. So, essen Sie doch. Essen Sie. Warte mal, was? Was ist denn hier los? Du Schwein. Du mieses Dreckschwein. Bring ihn um. Aber Mäntel hat keine Waffe, oder? Scheiße. Haben wir keinen Bogen? Haben wir keinen... Hat man nicht hier irgendwie einen geilen Bogen? Da. Donny geht mit Messer drauf. Das ist zu gefährlich. Wo ist Turi? So. Okay. Wir machen das von hier. Nee, von hier. Hier. So, okay, wir gehen hier in Deckung. Dann gehen wir mit Donny hier hin. Turi schießt auf ihn drauf. Ja, genau. Perfekt. Hätte nicht besser laufen können, also muss man sagen. Absolut astrein. Besuchergruppe kommt. Oh, das könnte gutes Timing sein. Birdovich und Zaki kommen. Die könnten wir benutzen, um gegen den Panther zu kämpfen. Jetzt verpisst er sich, Mann. Oh, der ist ziemlich nah dran, oder? Das ist nicht so geil. Ja. So, Donny, du gehst dann in Nahkampf. Ja, ja, gute Hits, gute Hits. Lass ihn jetzt nah rankommen. Wen will der angreifen? Donny. Mit Donny kiten wir jetzt. Wen will er jetzt angreifen? Immer noch Donny. Donny kiten wir weiter. Ja, ja, ja. Ja. Sorry. So, heute Abend gibt es schmackhafte Pumasuppe. Mit ein bisschen Alpaka. So. Schon mal gut. Ja, jetzt ist natürlich ein Kalb gestorben, aber wir haben noch genug Kühe. Das heißt, unsere... Muss hier mal ein bisschen was aufholen. Danke für so viel gute Unterhaltung. Wo kam das her? 50 Euro von Puck Putin. Soll wahrscheinlich Fuck Putin heißen. Finde ich gut. Muss hier mal... Vielen, vielen Dank für die 50 Euro. Danke dir. Dankeschön. So. Ja, wir holen das Geld rein. Wir holen das Geld rein. Das stimmt auch. Aber eigentlich wollte ich sagen, wir holen das Essen rein. Aber es ist im Prinzip dasselbe.
So. Wir holen das Geld rein. Wir essen das Geld jetzt gleich. Wie sieht unser Gefangener aus? Hat er genug Geld gegessen? Nein, der muss wieder gefüttert werden. Wir brauchen trotzdem noch ein Zimmer für Donny. Also das Zimmer ist da, wir brauchen aber ein Bett. So, wir haben gerade nicht genug Holz, ne? Wie bauen wir hier das Bett hin? Ich würde sagen, hier. Dann würde ich sagen, hier ein Nachttisch auf die Seite. Oder auf die. Auf die Seite. Sollen wir allen nee, wir geben noch nicht jedem... einen Tisch ins Zimmer, oder? Steinmetztisch einstellen. Absolut korrekt, danke dir. So, Sandsteinblöcke herstellen. Beliebige Blöcke herstellen. Wiederhole, bis du X hast. Machen wir hier 6000, das ist gut. So, das hier ist... Was soll das? So, das ist eine Zone. Lol. Vielleicht sollten wir unser Holz woanders lagern. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wenn wir hier vorne eine Wand ziehen und dann dahinter das wegbauen, dann haben wir keinen Leerlauf, was das Bett angeht. Die Besucher der Fraktion Stan-Koalition verlassen die Kolonie. Achso, wir hatten ja noch eine Quest offen, ne? Was in einem Regal? Wir hatten ja noch eine Quest offen, Chat, aber... Ich habe nicht genug Ressourcen, jetzt noch Mutter mit Kind aufzunehmen, oder? Holz lagern in den Regalen, geht das? Aber sie arbeitet und kämpft. Also ihr wollt sie aufnehmen, oder was? Das hat letztes Mal auch schon gut funktioniert. Passte easy. Herzloses Monster. Ja, das stimmt. Unsympathisch. Scheiße. Einmal jagen gehen, dann geht das schon. Also bezüglich der Lager solltest du unbedingt die Prioritäten und Lagereinstellung überarbeiten. Ja, das machen wir. Okay, dann nehmen wir sie an, aber auf eure Verantwortung. Wenn wir uns dann wieder in den Rücken fallen und uns abstechen, ist eure Schuld, okay? So, Flüchtlinge sind eingetroffen. Das ist das erste Mal, dass ich in RimWorld ein Kind sehe. Und es hat eine Gasmaske auf. Jogger. Gequälter Künstler. Weichei. Fragil. Okay. Also ganz normales Kind, so wie es aussieht. So, alle auf Paste, alle in die Safe Zone. Können wir denen ein Gemeinschaftszimmer geben, den beiden? Oder brauchen die Einzelzimmer? Ich glaube nicht, oder? Wenn die zusammen schlafen, ist auch cool, oder? Ja. So, hier wird... Das hier sollte man rausbringen. Das heißt, wir legen jetzt einen weiteren Raum an, oder? Wir haben hier echt viel... Wir könnten komplett in diesen Berg hier rein, ne? Also wenn wir den Berg planen... Wenn wir den Berg planen, könnten wir... zunächst... Was mache ich hier gerade? Wir könnten das hier so aushöhlen. Oder nee, das ist too much. Wir könnten das so aushöhlen und dann hier einen Eingang reinziehen. So. Dann machen wir das hier alles weg. Ich plane mal wirklich und ich mach's nicht direkt. Also, eigentlich wäre es smart, wenn hier nochmal ein weiterer Eingang ist. So, was soll das? Warum wird das Tool immer wieder abgewählt? Was soll das? Ein Lagerplatz. Ein Lagerplatz für was? Die Steine, oder was? Oh. Warum haben wir eigentlich die Steine in unserer Base gelagert? Das ist doch kompletter Bullshit. Warum nicht draußen, irgendwie? Hm. Okay, wir erweitern mal die Zone. Ich mach die mal hier draußen nebendran. Wir
bieten wir alles. Ist hier weg. Brocken, yes. So. So, zurück zur... Warte, wir müssen die anderen mal einstellen. Wir könnten das Kind die ganze Zeit Steine hacken lassen. Das ist Handwerk, oder? Ja. Arzt nicht. Bettruhe auf 1, okay. Klingt fair, oder? So. Dann das hier würde ich gerne auch noch abreißen. Das hier. Das hier gefällt mir nicht, so wie das gebaut ist. Da wäre es irgendwie cooler. Vielleicht können wir hier, oder nee, statt das hier zu machen, statt das hier abzureißen, ziehen wir hier die Wände einfach weiter. Und wir sollten ja Stein machen. Schaut mal hier, die braune Sardine, wie er hier am Steine kloppen ist. Sympathisch, oder? Lass ihn Kunst machen. Steine kloppen ist Kunst. Der muss sich ja erstmal hocharbeiten. Der muss ja erstmal das Handwerk, der ist ja noch ein Kind. Der muss noch geformt werden, damit er groß und stark wird, genau. So, der ist schön am Steine kloppen. Also ganz am, also die Kolonie läuft gerade, oder? Donny hat kein Bettchen. Doch, Donny hat ein Bett, aber ist noch nicht zugewiesen. So, dann weisen wir das mal zu. Dann geben wir Donny auch eine Lampe in seinem Zimmer. Die machen wir hier so mittig. So, Boden wird hier geglättet. Das ist cool, cool, cool. Wo werden die Steine gelagert? Hier. Was ist da alles drin? Marmor, Granit. Ja, wir könnten hier eine Granitwand reinziehen. So, dann bauen wir hier Granit. Eigentlich würde ich auch gerne die hier ersetzen, ne? Damit wir ein bisschen safer sind. Und eigentlich müssten wir hier auch eine stabile Tür reinbauen. Okay, dann jetzt aber zurück zur Planung. Also, angenommen, wir machen das so. Wir machen zwei breit einen Gang. Der geht so weit runter, bis fast hierhin. Dann von hier aus wollen wir hier 5x5er Räume. Immer eine Wand dazwischen. So. So. Geht noch einer? Ja. So, und dann dazwischen ist eine Wand. Dann ein Zweiergang. Dann wieder eine Wand. Und wieder 5x5er Räume. Wir können hier eine riesen Kolonie können wir hier in den Fels kloppen. Ich mache jetzt nur das Layout. Ich mache das nicht alles. Sondern nur das Layout, wie das in Zukunft aussehen könnte. Dann wird das hier noch verbunden, weil das ist ja der Gang. Dann hier Wand, dann der nächste Gang. So. Ist hier. Quest verfügbar, wir schauen gleich mal. Mach doch ein schönes, großes Wohnzimmer für alle. Ja, könnten wir nicht vielleicht hier ein großes Wohnzimmer dann irgendwann hinmachen? Also ich will eigentlich so einen großen Gemeinschaftsraum haben. Und dann lagern wir, glaube ich, die Produktionsstätten aus. Dann haben wir, der Eingang ist dann so ein großer, schöner Gemeinschaftsraum. Hast du Insektenspawns im Berg? Ne, haben wir schon gecheckt, sind keine da. Hier. Ist alles easy. So. Dann, wir können hier... Hier reicht es nicht für richtige Schlafsäle. Wir könnten hier unten ein großes, langgezogenes Lager bauen. Erstmal die Eingänge dazu sind hier. Dann haben wir hier so einen Gang, der zu allen Schlafsälen geht. Und dann machen wir brauchen dann gar keinen Gang hier, sondern wir machen das hier weg und wir machen daraus ein riesiges Lager, wo wir einfach 1000 Sachen drin lagern können. Und das hier brauchen wir dann später vielleicht erst. Aber das hier könnten wir dann so benutzen. Ich glaube, das gefällt mir eigentlich. So vom Layout ganz grob. Ja, da kümmert sich Zukunftsmatteo drum, Leute. Keine Sorge, die Insekten sind kein Ding. Kein Problem für uns. Wir könnten Mentels Raum größer machen, damit er sich wohler fühlt. Weil es ist schon wichtig, dass Mentel sich gut fühlt, oder? Das liegt mir irgendwie besonders am Herzen.
Ich würde sagen, so, erweitern wir noch den Raum. Dann würde ich auch glätten. Hier. Glätten, dann hier die Wände glätten. Nee, so nicht. Wollte ich nicht. Okay, das sieht gut aus. Mentale Gesundheit Prio 1, ja. Gib ihm ein paar Möbel, das macht ihn auch happy, ja. Ja, der Raum muss allgemein geiler werden, das stimmt schon. Wir müssten auch mal hier, also so Kommoden und sowas reinbauen. Also erstmal ein Nachttisch, wäre cool. Hier direkt da dran. Dann würde ich sagen, vielleicht auch einen schönen Blumentopf. Irgendwie der Gefangene hat es am besten gerade, ne? Der Gefangene hat es ja mega, der ist ja mega geil drauf hier. Temperatur ist zum Glück ziemlich geil gerade, oder? Ja, perfekt. Aber ist nur zufällig so. So, dann machen wir eine Kopie hiervon rein. Wir machen eine Pflanze hier in die Ecke. Dann würde ich gerne eine Kommode bauen. Möbel. Richtig schöne Kommode. Direkt an den Tisch, also an das Bett dran, oder nicht? Matthäus ist definitiv besser geworden, was die Platzierung der Möbel in Rimworld angeht. Danke. Rekrutieren wir den schon? Nee, noch nicht. Egal. Ja, aber für mich würdet ihr das machen. Weil wenn ich so dran mache, sieht so alles zusammenge... Irgendwie passt das besser, wenn es dran ist. Was dran, scheiß drauf. So, wie viel Widerstand hat er noch? Der Widerstand ist auf 6,7. Also wir können dann auch mal von mir aus rekrutieren machen. Wir müssen dann eh weiter den Widerstand brechen. Dem müsste es aber eigentlich ganz okay gehen, oder? Ja, Nahrung ist ein bisschen low. Wie sieht es denn überhaupt mit Essen aus? Wir müssten mehr von diesen Trichtern noch bauen. So, zwei Stück noch dran. Das passt. Bara schläft auf dem Boden. Das ist nicht so geil, ne? Das ist die Mutter mit dem Kind. Die Mutter ist 68 Jahre alt. Und das Kind ist 12. Aber Risikoschwangerschaft, oder? So, Donny schläft hier. Schon mal ganz gut. Wer ist verfügbar? Die emotionslosen Tiere. Was ist das hier für eine Quest? Ein Händler kontaktiert dich und bittet um Hilfe. Zwei Ratten haben menschliches Fleisch gewittert und machen Jagd auf ihn. Du sollst ihm dabei helfen, die menschenjagenden Bestien wegzulocken. Die Ratten werden 12 Stunden, nachdem du die Quest angenommen hast, in Duisburg eintreffen. Ja, zwei Ratten sind ja easy. Wow. Hey, wir kriegen ja voll die geilen Sachen. Eine Eltex-Weste. Eine dünne Weste, die aus speziellen Materialien zur mentalen Fokussierung besteht. Diese verbessern die mentale Sensibilität und erhöhen die Rückgangsrate von Neuralhitze. Ja, wir haben keine mentalen Fähigkeiten bisher. Wir könnten das für den meisterlichen Großbogen machen, oder? Ratten in Duisburg klingt normal, ja. Nimm zwei, jeder Schuss ein Treffer. Ja, finde ich auch geil, die zwei. Mach ich. So. Okay, soweit so gut. Hier ist Fleisch. Warum wird denn das da gelagert? Achso, weil das ja alles voll ist, ne? Das verdirbt in 16 Stunden. Eigentlich müssten wir die Prio von den... Wir müssten so ein paar von den Trichtern Fleisch-only stellen, damit die Sachen erstmal mit Fleisch gefüllt werden. Der macht Karibikurlaub. Juhu. Schrinks ab. Vielen Dank für 9 Monate, danke dir. So, okay, wurde reingefüllt. Ich hoffe, das wird jetzt auch verbraucht. Die sollen mal essen. So, dann müssen wir aber auch einen Raum jetzt anlegen für die Neuen. Eigentlich wäre es smarter, wenn der Eingang hier wäre, weil da muss ich am Anfang weniger graben. Mache ich jetzt auch so. Das heißt, wir starten hier mit dem Doppelgang. Jeder Eingang, jeder Raum. So, Donny geht direkt ans Werk. Einfach ein fleißiger Boy. Vom.
Zitrone, danke dir. Und Redbrick, danke dir. Und wir haben jetzt drei Leute genau gleichzeitig abonniert. What the fuck? Dr. Med Rockstar Punched, vielen Dank. Sie hat Bergbau 10 einstellen. Also hat gerade nichts zu tun, oder? So. Braune Sardine haben wir eingestellt. Barra haben wir noch nicht eingestellt. Okay, dann machen wir Bergbau bei ihr auch auf eine 1. Und dann reinigen auf eine 1. Einfach nur putzen und Bergbau. Was kann sie noch gut? Was kann Barra noch gut? Bergbau. Sozial. Oh, sie sollte eigentlich Wärter sein, oder? Barra sollte Wärter sein. Machen wir das auf eine 2. Nee, obwohl 2 ist Quatsch. Dann machen wir alles auf eine 2. Barra, 2 Bergbau, 2 Wärter, 2 Reinigen. So. Okay, dann kümmert sie sich einmal am Tag um den Gefangenen. Kümmert sich darum, dass der Widerstand gebrochen wird und der hoffentlich zu uns über... Was ist denn hier los? Streiten die sich? Was haben die gerade? Donnie und Brauner Sardine reden über verpfuschte Operationen. Die lästern über mich. Das war keine verpfuschte Operation. Das war eine brillante Operation mit einer Faust. Das Bein zu amputieren. Pressattacke braune Sardine. Ja, ist okay. Wir haben Nährstoffpastenspender. Hey, der trinkt aber 10 Liter Milch. Der trinkt aber so viel Milch, wie er selber wiegt. Der gefällt mir, der Kleine. Der Gefangene verhungert wieder, oder? Lass mal gucken. Nö, geht noch. Richtig gemütlich. Schau mal, dem geht's voll gut, dem Gefangenen. Einfach richtig gemütlich 8. Ja, Nährstoffpaste ist ein bisschen, ne? Abscheuliche Haftraum, what the fuck? Also weil die Wände scheiße aussehen und der Boden. Sehr hungrig, minus 12. Gibt's hier bald mal Essen oder was? So, Barra isst erstmal selbst und füttert jetzt den Gefangenen. Perfekt. Nice. Wie ist denn der Widerstand? Widerstand bei 5,9. 5,1. Also hat einfach 0,8 Widerstand gebrochen mit einer Session. Warum hat er noch eine Fackel? Gute Frage, die können wir abreißen. So, diese Fackel könnten wir auch abreißen. Wir können wirklich überall Strom eigentlich reinmachen. Scheiße. Sind das die Ratten? Ja. Das sind die Ratten. Das sind aber 3. Ne, es sind 2 Wilde. Wir bräuchten eigentlich so eine Zone, die ich anlege, damit die Leute innen bleiben. Zone. Nenn's mal Base. Okay. So, Base. Das ist der Bereich. Das ist der Bereich. Das ist Bereich. Dieser Bereich. Das hier. Das. 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 So. Ja, denke, das passt. Okay. Cool. So, dann sagen wir alle bitte in der Base bleiben, bis die Ratten weg sind. Das Kind sieht mit der Maske einfach so gruselig aus. Ja, aber wer weiß, wie das Gesicht aussieht. Vielleicht erspart uns die Maske das Schlimmste. Weiß man nicht. Donnie verglich Mäntel mit einem Alpaka. Was ist eigentlich sein Problem? Jetzt mal hier noch eine Lampe am Esstisch dran bauen hier vorne. Kommen die Ratten? Wo sind die denn? Hier oben. Hier oben die Tür ist so ein bisschen eine Schwachstelle. Da brauchen wir entweder eine Metall- oder eine Granittür. Noch zusätzlich. Oder irgendwie muss ich das umbauen. Das gefällt mir so nicht. Da können wir uns später drum kümmern. So.
Was ist mit der Insektenlampe? Die hier. Leuchtkapsel. Ja, die können wir montieren. Wo bauen wir die hin? Hier, direkt neben den Eingang. Schön. So, ah, der Raum wurde angelegt. Schaut mal, das ist ja nice. So, das heißt, wir haben hier Mutter-Kind-Raum. Risiko eines leichten Zusammenbruchs bei brauner Sardine. Sag mal, der muss, also der, kaum, dass er 3 Tage lang am Stück Steine kloppen muss, schon beschwert er sich, oder was? Katharsis, niedrige Erwartung, gemütlich, kindliche Zuversicht, beschädigte Kleidung, aß Nährstoff, Pastenmahlzeit, schlief auf dem Boden, schlief draußen, unangenehme Umgebung, wurde beleidigt, schläfrig, gequälter Künstler. Gequälter Künstler, wie kriegen wir das weg? Donny beleidigt das Kind ständig, okay. Vielleicht müsste mich jemand schlafen. Wollen wir ein Doppelbett für die anlegen oder 2 Einzelbetten? Wie alt ist denn der? Der ist 12. Mit 12 Jahren will man, glaube ich, nicht mehr mit der Mutter im Bett schlafen, oder? Das heißt, wir machen 2 Einzelbetten. So. Machen wir mal hier Nachttisch für beide. Wir könnten den Boden glätten und sowas. Das dauert aber halt, ne? Aber dann wird der Raum wenigstens schön. So. Okay, dann brauchen wir aber auch eine Lampe. Wo sind die Ratten eigentlich? Sind die noch da? Ziehe ich denn hier eine Lampe rein? Müssten hier ein Stromkabel reinziehen. Dann wird die ganze Wand weggerissen, ne? Wir müssten eigentlich erst die Wände glätten, bevor wir das machen. Ah, was denn bei Wände glätten der Skill? Bauen, Konstruktion oder Bergbau? Nee, ne? Ja, die Fackel können wir abreißen, das ist richtig. Sind die Ratten tot? Eine Ratte ist tot. Wo ist die zweite? Ich sehe die nicht mehr. Ja, wir können rausgehen. Eine Ratte ist kein Problem. Konstruktion ist da der Skill. Okay, dann schauen wir mal. Wer ist am besten in Konstruktion? Ist Konstruktion bauen oder was? Ja, ist Mäntel am besten. Okay, dann machen wir es mal so. Dann glätten wir. Diese Wand hier mit Mäntel, sobald er aufwacht. Hast du eigentlich ein passendes Freizeitangebot für deine Kolonisten? Wir hatten hier ein Hufeisenspiel. Das wurde, glaube ich, aber... Was macht denn der hier? So, den meisterlichen Bogen, den geben wir Mäntel natürlich. Uran tragen wir rein. Naja, jedenfalls, was wollte ich gerade sagen? Wir brauchen wirklich Freizeitgestaltung für unsere Leute, ihr habt recht. Entspannung. Schachtisch wäre cool, glaube ich. Hufeisenspiel wäre auch gut. Kann man das auch drin bauen oder ist es drin dumm? Bisschen strange, wenn es drin ist, oder? Ja, aber bei den Tieren. Nee. Hier. So, dann können wir noch einen Schachtisch. Das sind ja alles so. Kapsel eingetroffen haben wir gemacht, genau. Dann hier. Ein Großhändler der Fraktion Stamm der Laka und sein Begleitschutz nähern sich. Das ist immer gut, da können wir vielleicht handeln. Switch doch Mentals Raum mit dem Gefangenen. Ja, aber schaut mal, wir haben Mentals Raum jetzt größer gemacht und glätten hier auch schon. Ich würde jetzt nicht mehr switchen, weil Mental bekommt jetzt einen schöneren Raum. Denke, das passt, oder? Vorhin wäre das eine gute Lösung gewesen. Jetzt inzwischen würde ich sagen, nein. Hast du die Shotgun schon geholt? Die war zwischenzeitlich AFK. Nee, die haben wir nicht geholt. Ich trau mich da nicht rein. Wir könnten versuchen, wenn die Angreifer jetzt kommen. Aber das ist so weit weg, ey. Das ist blöd. Aber die sind hier oben.
Nee, das ist mir zu riskant. Betten bauen gegen Zusammenbruch. Ich habe diese Betten noch hier schon. Ja, ihr habt aber recht, ey. Die Wände wurden geglättet, das ist schon mal gut. Wir ziehen jetzt hier die Kabel rein. Ich hoffe, das reicht bis zu der Lampe. So, und dann bauen wir hier die Betten. Ja, die brechen echt sonst zusammen. Ihr habt absolut recht. Krankheit, Sensorikmechaniten, scheiße. Bara hat's bekommen, braune Sardine hat's bekommen und Pit. Okay, die sind alle drei egal. Also okay, dass sie die haben. So, mit wem wollen wir handeln? Mit Turi, oder? Ne, es gibt keine Challenge, ganz normal 100%. Wir spielen ganz normalen Run. Der Ludger, vielen Dank für 40 Monate. Die Krankheit ist doch gut, oder? Ne, dann sind die ganze Zeit so langsam und haben Muskelschmerzen, glaube ich. War das nicht das? So, die haben eine Ente. Wollen wir eine Ente? Nein. Wollen wir unsere Schweine verkaufen? Ich würde fast sagen, wir können ein paar von unseren Tieren verkaufen, oder? Ich würde die Schwangeren nicht verkaufen. Aber ein paar Tiere wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. So, Currykarl können wir verkaufen. Das ist ein Männchen. Schau, Currykarl. Dann Sockenschuh, Eselmännchen. Den würde ich behalten, weil Esel sind cool. Darf ich eine Ente haben? Ich darf auch bei... Was? Darf auch bei mir im Zimmer schlafen. Turi, du willst eine Ente. Warum willst du eine Ente? Warum brauchen wir... Was machen wir mit einer Ente? Okay, Turi, dann kaufen wir dir eine Ente. Gut, dann reicht das, glaube ich, so, oder? Wir können noch eine Kuh verkaufen. Was ist denn das hier? Die Tiere können geritten werden? Lol. Die haben auch Fleisch. Die haben auch Leder. Wir könnten unser Leder verkaufen. Wir kaufen deren Medizin. Okay. Könnten auch. Ja, die Klamotten sind sehr teuer von denen, ne? Hast du da noch eine männliche Kuh? Du brauchst doch ein Männchen für Nachwuchs. Habe ich keine männliche Kuh mehr? Weibchen. Ja, wie wurden hier ursprünglich. Hä? Wie wurde denn ursprünglich. Hier. Kolibri. Aber nee, warte mal, das kann doch nicht. Das ist ja ein Baby. Wie wurde denn ursprünglich... Wo kamen denn die Babys her? War Weihnachtswunder oder was? Gott. Hä? Panther. Ah. Der Panther hat die geschwängert. Okay. Verstehe. Hm. Interessant. Dann müssen wir die Männchen doch behalten. Eins verkaufen wir. Und ein Weibchen. Okay. Ein Elefant wurde zahm. Ey, wir haben hier einen halben Naturschutzpark. Ey, wir haben jetzt Schweine, Kühe, Esel, Enten, Elefanten und zwischendrin Tutel. Und da wird schon wieder geknattert. Müde Reisende, Trollara
und eine andere verzweifelte Flüchtling nähern sich. Sie behaupten, sie seien wegen moralischer Meinungsverschiedenheiten aus ihrer Stadt verbannt worden. Trolara bittet dich um Erlaubnis, 7 Tage lang in Duisburg bleiben zu dürfen, um sich auszuruhen und neu zu gruppieren. Im Gegenzug bietet sie an, während dieser Zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen. Ey, so ganz langsam werden mir zu viele. Das ist too much. Leute, wir sind jetzt zu hart expandiert. Am Anfang der Folge waren wir 2, eigentlich 1,5. Turi fehlt im Bein. Ich glaube, das lehne ich jetzt ab. So. Haustiere einstellen. Warte mal. Den Elefanten kann man trainieren zum Transport? Nein. Elefanten können transportieren? Okay. Mega geil. Wo ist ein Elefant? Warum schläft er hier? Wow, wir haben Geld geschenkt bekommen. Medizin brauche ich auch. Der kann auch kämpfen, glaube ich. Ja, ja, glaube auch. So, dann lass mal ganz kurz Regal. Noch ein Regal bauen. Die Regale sind echt geil. Kriegen, glaube ich, alles hier unter in Regalen. Ja, wir können die später irgendwann sortieren, aber so reicht erstmal. Was ist denn das hier überhaupt? Mac Transponder Select. Ach so, nee, brauche ich nicht. So, was mit der braunen Sardine? Ah, cool. Braune Sardine hat jetzt auch ein Zimmer. Schön. Barra, Risiko Zusammenbruch. Barra bekommt er jetzt ein Bett. Wir brauchen vielleicht bald einen größeren Essenssaal. Betten, wir haben noch genug Betten, oder nicht? Alle haben jetzt ein Bett, oder? Donny hat hier ein Bett. Barra und Sardine schlafen hier. Mantel hier. Wo ist... Ah, Turi hier. Kann ich noch eine Ententür und ein Entenkörbchen in mein Zimmer haben? Also so ganz langsam... Oh nein. Oh nein. Es gibt einen Faustkampf. Okay, Wetten werden jetzt angenommen. Es kämpfen. Barra. Alleinerziehende Mutter. Gegen Pit. Wookie. Kampf beginnt jetzt. Kampf ist vorbei. Erstmal wieder der Gefangene versorgt, das ist gut. Ah, da war Drogen im Spiel. Aha. Ich verstehe. Oh, hier wird der Boden geglättet, nice. Was macht der scheiß Elefant hier eigentlich? Warum hat denn der richtige Zonen? Warum hat ein Elefant richtige Zonen? Warum können wir den so richtig rumkommandieren? Weil ist er so schlau wie ein Mensch oder was? So, ne? Gebiet. Gebiet verwalten. Neues Gebiet. Umbenennen. Tiere. Okay. Schließen. Gebiet erweitern. Tiere. Ich kann da überall chillen. Die Gammelratten, die müssen aber weg. So. Unser Fallengang ist gerade noch sehr okay, also stabil. Ich würde ihn aber gerne, glaube ich, nach hier außen erweitern und dann hier als so Verteidigungslinie weiterbauen. Also, dass er hier so um die Ecke geht
dann geht er hier über die ganze Länge. Das heißt, alles, was von hier angreift, muss durch den Fallengang. Und hier würde ich, glaube ich, gerne irgendwann komplett zumauern. Also eine richtig dicke Mauer hinbauen. Dass im Prinzip alles, was uns angreift, muss von hier kommen. Medizin wurde benutzt, es ist gewollt. Wer hat Medizin benutzt? What the fuck? Wofür? Ach so, für den Gefangenen? Ja, ist schon okay. Wir müssen mal irgendwann Medizin anbauen. Haben wir genug Skill, um ein Medizinfeld anzulegen? Wo bauen wir Medizin? Was haben wir hier, so ein langgestrecktes? Oder hier oben? Ja. Ich glaube, hier so ein Feld ist ganz cool. Der normale Bogen, den könnte mal jemand nehmen. Mäntel hat, glaube ich, den geilen Bogen, ne? Ja, den Meisterbogen. Turi hat auch einen guten Bogen. Donny hat ein Messer. Ah, der hat aber Raufbolt, der will das gar nicht. Was ist mit Barra eigentlich los? Ist hier im Bett, ne? Ist aber versorgt. Ach du Scheiße. Was mit der braunen Sardine? Geben wir der braunen Sardine diesen Bogen. Warte mal, was stand da gerade? Ah, normal. Was macht denn der hier? Ich glaube, gegen so zwei große Insekten könnte der Elefant gewinnen mit ein bisschen Glück. Soll der Elefant nicht tragen helfen? Ist er schon trainiert dafür? Nee. Wir haben das erst eingestellt. Warum steht denn da retten? Tragen. Ach, das ist tragen, lol. Hä? Das ist um eine Zeile verschoben. Ich habe das Falsche eingestellt. Ja, das müssen wir noch trainieren. Ich habe das schräg gelesen irgendwie. Wird die Ente eigentlich irgendwann in Turis Zimmer quartiert? Kann ich das machen, so einzeln? Also könnte ich sagen, hier im Bett, sag hier die Ente rein. Lol, kann ich wirklich? Oh mein Gott. Ja, dann müssen wir der Ente aber Freigang geben, oder dass sie überall rumlaufen darf. Okay, dann bekommt die Ente als einzige freien Zugang zu allem. Dann darf die aber nicht hier rein. Darf aber sonst überall hin. Barra dröhnte sich mit Rauschblatt zu. Dies geschah aufgrund von Rauschblattsucht. Entzug 28%. Voll am Kiffen. Das ist ein gutes Beispiel für ihr Kind. Kind die ganze Zeit im Tagebau, klopft Steine. Mutter kifft. Das ist gut. Ich frag nur, stell nur Fragen. Ich verurteile das nicht, ich stell nur Fragen. Schön zugedröhnt hier jetzt was essen. Geil. Deswegen trägt das Kind die Gasmaske, lol. Jetzt ergibt alles Sinn. Stimmt. Verstehe. Lol. Okay. So, wollen wir eine zweite Batterie installieren? Wie viel haben wir gebaut? Wir haben zwei noch. Ich glaube, eine zweite Batterie kann nicht schaden. Machen wir Abstand dazwischen. Wenn so eine Batterie explodiert, was hat die für einen Explosionsradius? Freedom for Ente Bonwaherz. Freedom for Ente, ja. Machen wir hier dazwischen. Vielleicht können wir eine Wand dazwischen bauen. So, dass so Wände dazwischen sind, so als Sprengschutz. Kannst du dir die Gasmaske eigentlich klauen? Ich glaube ja, oder? Wenn wir einfach sagen, hier ablegen, dann können wir die nehmen. Die Maske verhindert, dass reizende Giftgase über Augen und Mund eindringen. Oh, interessant. So, wie sieht es denn hier aus? Der Raum wird auch noch bearbeitet. Hier wird gegessen. Wie viel Widerstand hat der Gefangene noch? 2,4. Okay. Sollen wir diesen Gang hier weiter erweitern? Also, eigentlich logisch wäre das hier. Zwei Türen. Dann hier und dann um die Ecke. Nee, warte mal.
Brauchen nicht zwei Türen hier, vielleicht reicht eine. Dann gehen wir hier rüber. Eins, zwei, Tür, oder? Eins, zwei, drei, Tür. Eins, zwei, drei, Tür. Oder? Nee. Also die beiden würden gehen, das hier wird gehen. Dann da gegenüber, da und da auch eine Tür. Es müsste theoretisch so funktionieren, weil die Falle wird von der Tür gemacht. Die Falle auch von der Tür. Aber dann wird's falsch. Scheiße. Nee, die muss weg. Die da, die da. Die da. Okay, das, so müsste es stimmen. Du brauchst ein extra Gehege für die Ente. Das kann zur Not auch Turis Zimmer sein mit Gehegemarker. Aber kann die Ente nicht einfach kein Gehege haben? Dann ist die Ente ja überall frei rumlaufend, oder nicht? Wo ist denn die Ente gerade? Warum müssen die... Hiesch. Danke dir. Rockstar Show, dankeschön. Danke für eure Subs. Geht da in die Ecke nicht noch eine Falle? In die Ecke geht, glaube ich, keine Falle, weil hier eine ist. Fallen brauchen immer einen Abstand. Da wird sie gefressen. Aber wenn hier der Schlafplatz der Ente ist, warum chillt die nicht hier? Also wir könnten einen Gehegemarker machen, der ist dann im Zimmer von Turi, aber dann ist die Ente nur im Zimmer von Turi, oder nicht? Dann verhungert sie da. Aber wir kriegen das gar nicht hin, oder? Für was sind die beiden unteren Türen, wenn du da gar nicht lang kannst? Warum kann ich da nicht lang? Menschen können über Zäune drüber gehen. Tiere nur nicht. Oder? Ja. Ich habe auch nur Blödsinn geredet vorhin. Okay, das heißt, wir fangen die Ente aber wieder ganz normal ein. Wie die hier bei Regen und Donner alleine jetzt hier im Urwald rumläuft. Behandlung benötigt. Sag mal. Dann nehme ich hier die Ente weg und du rastest direkt aus, oder was? Okay, der rechte Bein war schon abgeschlagen. Was ist hier los? Geh mal gucken, wer gewinnt. Mäntel gegen Turi. Wetten werden jetzt angenommen. Was war denn das? Turi hat Level abbekommen im Kampf. Scheiße. Ja! So sieht's nämlich aus. Hat sie ein Auge verloren? Nee, nur Prellung. Was bei uns? Nix. Was ist denn das hier? Turis Waffe, oder? Ja. So. Aber ich rette Turi jetzt nicht. Ich mache erstmal Hufeisenspiel. Muss mich erstmal beruhigen. Da muss ich jetzt jemand anderes drum kümmern. Kater Kante, danke dir. Dankeschön. Für 67 Monate. So, ja, Turi. Musst du gucken, wie du klarkommst. Ich gehe jetzt schlafen. Schlafenszeit. Schau mal, die Regale sind nicht mehr voll. Das ist geil. Die Messer könnten wir wegwerfen eigentlich, ne? Kann man irgendwie sagen, so Sachen wegschmeißen oder so? Andere Beine abboxen. Überwältigende Schmerzen. Ah! Rettung benötigt.
Ja. Sie stirbt so. Nein, guck mal. Sie verarztet sich sogar selbst. Turi ist eine Macherin. Schaut mal. Steht einfach wieder auf. Blickt sich erstmal zusammen. Oh, Cherry Lane hat einen Jungen zur Welt gebracht. Da liegt es. Ferkel, gesund. Du hast dir den Kiefer gebrochen. Sorry. So, dann kann Turi den Bogen wieder nehmen. So, lass mal hier. Die kuscheln sich schön zusammen, weil es so. Guck mal hier. Weil es so nass und kalt ist. Es ist eigentlich gar nicht kalt, es sind 23 Grad. Eigentlich schön kuschelig. War doch kein Blödsinn. Brauche die emotionalen Support-Ente doch. Die ist weg, Turi. Die ist gegangen. Die Ente ist gone. Die kommen nicht mehr wieder. Die liegen da wie Sardinen. Aber das machen die hier freiwillig. Die könnten auch woanders schlafen, glaube ich. Also nicht genau wo. So, ist dieser Raum hier schon gemacht? Nein. Riesiger Zusammenbruch bei Turi. War das? Turi wird noch behandelt. Stimmung ein bisschen low. Müde. Heftige Schmerzen. Hässliche Umgebung. Wir müssen mal diesen Raum hier schön machen irgendwie. Das heißt, wir müssten eigentlich alle Wände glätten. Wir müssten das hier aus Stein bauen und ersetzen. Wie viele Steine haben wir denn gerade? Wir könnten, ist Kalkstein. Marmorblöcke haben wir zu wenig. Ich wollte gerade sagen, wir können es aus Kalkstein bauen. Wir können aber hier, doch, wir bauen aus Kalkstein. Also Marmor wäre schön sogar, ne? Marmor hat, glaube ich, Pluswert. Struktur. Wände aus Kalkstein. Lass mal hier die ganze Wand aus Kalkstein machen, oder? So. Dann... Das Glätten dauert aber so lange. Oh nein. Oh nein. Turi ist in eine sadistische Rage verfallen. Sie wird ihre Wut an den Gefangenen auslassen. Ja, weil sie gegen Mäntel keine Chance hat. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war Ente. Ist der Kampf schon vorbei? Kurz aufgestanden, einmal reingeboxt und wieder eingelegt. So. Ja, aber wir lassen sie erstmal liegen. Ist nicht mal das alte Blut hier weggewischt, schon das neue. Haben wir nicht einen Arzt? Gibt's hier nicht einen Arzt? Arzt, Mäntel und Turi. Ja gut, komm. Retten immer Turi. Warte. Hä? Hat er jetzt einfach gegessen und hat sich wieder schlafen gelegt? Und hat einfach Turi nicht verarztet. Nee, es geht noch. Turi verarztet sich wieder selbst, lol. Ah, okay. Was hat Brauner Sardine gemacht? Braune Sardine beleidigte lauthals Turis Pflanzenanbaufertigkeiten. So, Turi, da hast du's. Deine Pflanzenanbaufertigkeiten sind unter aller Sau. Okay. Ich würde gerne, dass der ganze Dreck hier weggemacht wird. Haben wir niemanden auf Reinigen 1? Nee. Wir hatten am wenigsten zu tun. Turi ist beschäftigt mit Schlägereien. Bara hat Feldarbeit. Mäntel bauen. Aber der macht, glaube ich. Ich glaube, der macht gerade gar nichts, oder? Lass mal Mäntel putzen. Obwohl der kümmert sich hier um die Patienten.
die Stimmung in der Base kippt. Ja, wir werden jetzt einfach mal... Oh, hier wird sogar noch versorgt. Ja, aber die verbrauchen gerade... Die verbrauchen gerade unsere ganze Medizin für ihre Sensorik-Mechaniten-Krankheit, ne? Und hier wurde das Feld auch noch nicht angelegt. Nee, nicht Kartoffeln. Heilwurzel. Was? Keiner deiner handlungsfähigen Kolonisten besitzt diese Fertigkeitsstufe. What? Ich dachte, Mantle hat Pflanzen 9. Pflanzen 5. Ach du Scheiße. Duri, Pflanzen 5. Donny, Pflanzen 1. Vara, Pflanzen 3. Sardine 1. Ach du, okay, Scheiße. Das bedeutet, wir müssen mit Mantle erstmal die Felder. Machen die Felder beide auf eine 1. Bauen auf eine 2. Reinigen auf eine 2. Machen Barra. Passt. Reinigen auf eine 1. So, Mantle muss die ganze Zeit die Felder jetzt anbauen, damit er sein Skill da wächst. Nur mal so als Frage: Wurde jetzt eine Ente gekauft, nur um sie in die Freiheit zu entlassen? Ja, aber ist doch eine schöne Geste, oder? Eine Ente zu kaufen und dann ihr die Freiheit zu schenken, oder nicht? Warum sterben eigentlich immer alle bei dir? Hä, wie meinst du das? Diese Folge ist noch niemand gestorben. Wir sind von 2 Kolonisten auf 5. Ente holen. Sollen wir die holen? Wo sind die Ente überhaupt? Hier. Okay, wer holt die? Wer ist eigentlich unser Tierbeauftragter? Tierpflege 2 bei Mantle. Ist er der Beste? Ja, Barra könnte es aber machen. Wir holen Barra. Ja. Ernte gut, alles gut, genau. Tropischer Regenwald, da wächst keine Medizin. Nee, wir müssen die selber anbauen. Aber Mantle, schaut mal. Mantle macht jetzt die ganze Zeit hier die Felder. Sind es Kartoffeln? Warum sind hier Kartoffeln? Warum ist das ein Kartoffelfeld? What the fuck? Jetzt passt. So, jedenfalls, wenn Mantle die ganze Zeit die Felder hier macht, dann wird sein Skill irgendwann auf 8 sein und dann können wir Medizin selber anbauen. Ich glaube, wenn wir eh die Felder schon so eng haben, dann können wir das ja auch noch weiter unten erweitern. Versteckt sich in Raum, Donny. Donny hat sich in seinem Raum versteckt. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war verschwitzt. Klar. Nachvollziehbar. Okay. So, die werden hier angebaut, die Felder. Das ist sehr gut. Wir haben 2 Batterien. Schau mal, die wurden auch sogar zugebaut. Ui. Wir werden geradet. Edo. Wir wurden von Edope geradet. Edope. Vielen, vielen Dank, Edo. Wisst ihr, was morgen ist mit Edo? Und mit Turi? Sons of the Forest. Das wird wild, oder? Das wird richtig wild. Danke dir für den Raid und willkommen. Wir sind gerade fertig mit dieser Folge. Wir sind genau am Ende. Ihr raidet genau perfekt. Ich hab so Bock auf Sons of the Forest. Ja, ich auch. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, es wird geil. Ich will meine Erwartungen noch nicht zu hoch schrauben, aber es ist schwierig. Ich habe schon hohe Erwartungen irgendwie. So, ja, also, wir haben unsere Kolonie von 2 Leuten auf 5 Leute erweitert. Wir haben ein Kind in der Kolonie. Wir haben Turi in der Kolonie, die die ganze Zeit Prügel verteilt. Ich würde sagen, wir haben gut recovered, wenn man bedenkt, was in der vorletzten Folge passiert ist. Oder in der letzten eigentlich. Das heißt, wir werden jetzt hier speichern und dann speichern. Wie nennen wir die Folge? Das war Folge 4. Folge 4. In Klammern. Elefant. Folge mit dem Elefanten.